Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Hierbei Dingens, GTA San Andreas in der letzten Folge. Haben wir diese Mission hier angefangen, in der wir den Medrescher klauen sollen. Wollen die mich jetzt einfach nur anfahren? Oh fuck, okay. Die Sache ist, ich glaube, ich weiß, was die jetzt wollten. Fuck, hier sind auch übertriebenst viele auf dem Feld. Tut der mir was? Nee, der will mich nur hauen. Okay, das ist okay. Hauen ist in Ordnung. Der da hinten hat eine Waffe. So, jetzt muss ich hier einmal kurz. Aua! Er hat das einfach auf mich geworfen. Was für ein Miststück. So, wir müssen hier einmal. Dankeschön. Das passt perfekt, denn jetzt können wir Folgendes machen. Das hier. Lecker, lecker. Man sieht es leider, glaube ich, gerade wegen der Sicht nicht so gut. Kann ich die einstellen? Ja, da kommen einfach Menschen hinten raus. Das ist schon irgendwie halbwegs lustig, finde ich. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach, weil es halt witzig ist. Allerdings fährt sich das Ding irgendwie richtig weird. Jetzt ist er dran. So, hört mal auf damit. So. Die würde ich jetzt auch noch kurz mitnehmen. Wenn die zumindest, lol, wieder einfach noch so eine Blutdingens übergeblieben ist. Einfach nur so eine Blutwolke. Das ist schon irgendwie lustig. Oh. Bitte nicht auf meinen Mähdrescher schießen. Das ist nicht so günstig. Ja, Betonung liegt auf meinem. Oh Gott, die verfolgen mich auch noch. Das ist wirklich ungünstig. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Ist das möglich? Geradeaus. Ich meine, es gibt ein paar Issues, aber prinzipiell möglich. Verfolgt er mich noch? Jetzt nicht mehr so doll. Kann ich den Baum auch mitnehmen? Ja. Okay. Oh no. Oh. Wenn jetzt ein Zug kommt, dann bin ich am Arsch. Oh Gott, ich hoffe, wir kommen hier wieder rauf. Oh Jesus, das wird schwierig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nö, verfolgen die mich immer noch? Lol, sie sind einfach direkt hinter mir. Ich überlege gerade so ein bisschen, was ich jetzt tun könnte. Erstmal steige ich aus und mache den Typen kalt. So. Und ich auch. So. Dann sind wir die schon mal los. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Oh fuck. Oh fuck. Das wird jetzt lustig, aber ich glaube, da oben könnte es noch gehen. Und das ist auch nicht ganz so steil. Oh, damn. Hallo, Zug. So, ja. Wird jetzt natürlich ultra schlau, hier über die Schienen zu fahren. Dafür stehe ich mit meinem Namen, aber, Dinge passieren, okay. Und hier sollten wir ja hochkommen. Und das sieht hier auch nicht mehr so steil aus. Hoffentlich. Nee, das geht. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, locker. Locker, flockig. So. Voll gut. Er hat sogar eine Scheune. Irgendwie ein bisschen putzig. Und damit will er jetzt sein Gras ernten.
Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. Mhm. I'll call you when the hoop to do is ready. Just make sure you get that cash. Wie viel will er denn haben? Hey, Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Och nö, ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust für den Babysitter zu spielen. Und das Ganze bringt mir Respekt, der immer noch bei 0,02% liegt. Naja, schon ein bisschen mehr, aber trotzdem. Ist trotzdem kacke. So. Oh Gott, das Ding bremst ja auch übertrieben, ist beschissen. Angel Pine. War das nicht da, wo wir waren? Ja, hier. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Andere Richtung, auf die Straße? Ja, doch so am besten, ne? Mhm. Okay. Wo ist denn die Straße genau? In die Richtung? Ich habe keine Ahnung, wirklich überhaupt gar nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Straße. Weit, so gut. So, was sieht man hier? Irgendwas, was man noch nicht sehen soll? Eigentlich sogar ein ganz cuter Ausblick hier. Perfekt. Bin ich hier richtig? Darüber lässt sich, glaube ich, diskutieren. Ich weiß nicht, muss ich jetzt einfach nur... Ich glaube schon, oder? Einfach nur hier lang fahren. Gibt es nicht... Nee, es gibt keinen Schnellzugriff auf die Karte. Hier lang, ja doch, das ist richtig. Dann machen wir auch das Gebiet hier endlich frei. Lösen wir es auf. Ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann muss ich abbiegen. Oh Gott, ich habe es mir schon wieder nicht richtig gemerkt. Aber vielleicht gibt es ja Straßenschilder. Wir machen es oldschool. Okay, hier sind keine Straßenschilder. Muss ich hier abbiegen? Ich glaube schon, oder? Ich könnte auch einfach die Straße die ganze Zeit weiter geradeaus fahren. Ich glaube, das ist schlauer. Dann komme ich nämlich fast direkt da an. Anstatt jetzt irgendwie hier durchs Nichts zu fahren. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, so. Ja, ich fahre wunderbar, ich weiß das. Dem bin ich mir bewusst. Ich habe schon teilweise überlegt, so Copyright-Musik zu nehmen und die einfach in den User-Track-Player zu packen. Also hier rein. Aber, oh, 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 bitte nicht sterben. Ja, aber ich weiß nicht, man müsste dann das halt auch immer alles passend abmischen und deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob das Sinn macht. Die Sache ist, das Spiel geht tatsächlich relativ lang. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, ich würde sagen, wir haben noch nicht mal ein Viertel. Oder? Nee, würde ich, also ich würde sagen, nicht mal ein Viertel. Und dementsprechend. Ja, macht es, glaube ich, noch. Also würde es vielleicht noch Sinn machen. Wenn wir halt noch relativ viel zu tun haben. Aber ich guck mal, ob das noch irgendwie realisierbar ist. Dann haben wir wenigstens so ganz, ganz ruhige Musik im Hintergrund. Die ich einfach nur so ultra leise stelle oder so. Mal gucken. Ich hoffe, die wohnen jetzt nicht hier, denn hier wohne ich. So. Hätte mal speichern können. Oh Gott, cringe. Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit? And you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh?
Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Unangenehm. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Okay. Und schon ist... Moment. Hier muss ich speichern. Und schon, eskaliert sie wieder. Sie ist halt ein so hardcore-komischer Mensch. Mir fällt dazu nicht wirklich was ein, wenn ich ehrlich bin. Wo ist sie denn jetzt? Hier oben. Ach stimmt, die hat ja in so einer richtigen Ranzhütte gewohnt, ne? Okay, wir haben also wieder einen kleinen Roadtrip vor uns. Denke ich, fahre aber dann nicht so, sondern halt so. Okay, also erstmal hier lang und hier runter. Oh Gott, ich bin jetzt schon verwirrt. Aber immerhin haben wir ein neues Gefährt, mit dem wir theoretisch die restlichen Überfälle machen könnten. Und das ist schon mal ganz gut, hoffe ich. Oh Mann. Was ist das? War das ein Blitzer? Nein, das sind nur... Was soll das sein? Soll uns das einfach nur abstecken, wo der Highway aufhört? Das sehe ich auch so. Oh damn. Es ist so weird. So. Auch das perfekte Wetter für dieses Kfz. Passt perfekt. Oh Mann. Aber ich glaube, hiermit könnten wir wirklich halbwegs schnell abhauen. Deswegen ist das ganz gut. Oh Mann, wieso wohnt die nur so am Arsch der Welt? Und wieso war sie so unangenehm? Es wird halt auch noch schlimmer. Ich spoilere halt jetzt echt noch nichts, weil das werdet ihr noch selbst herausfinden, warum. Aber ich muss mir gerade sehr hart auf die Lippen beißen, um nichts zu sagen. Und auf die Zunge auch, also ja. Ich sag dazu halt wirklich besser nichts. Ich werde es wahrscheinlich auch später einfach nicht kommentieren, sondern einfach so stehen lassen. Weil ich jetzt schon nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Und jetzt habe ich Vorbereitungszeit, um mir was zu überlegen. Und mir fällt trotzdem nichts ein, so. Das wird schon... Das wird echt weird. Aber gerade, ich merke auch, das ist irgendwie so ein bisschen fies von mir, jetzt so einen richtig fetten Cliffhanger aufzubauen. Okay, wir müssen hier raus. Aber es wird tatsächlich relativ lustig. Also, das sage ich jetzt nicht nur, damit ihr dran bleibt. Mann, wieso fahren die alle so kacke? Ich meine, an mir liegt es offensichtlich nicht. Glaube ich. Oh Mann. Hier wollen wir jetzt nicht hin. Ich meine, doch, das müsste hier richtig sein. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, okay. So, jetzt müsste ich hier, glaube ich, rechts abbiegen. Mann. Und hier ist einfach so ein mega fetter See und man sieht einfach gar nichts. So, irgendwo musste ich abbiegen, aber ich glaube, das war noch nicht hier. Lol, okay. An das Ding erinnere ich mich wirklich null. Oh. Ups. Tschüss. Ich glaube, ich hätte doch schon abbiegen müssen, oder? Guck mal kurz auf die Map. Nein, tatsächlich noch nicht. Erst die übernächste quasi. Sie wohnt nur einfach komisch. Ja, dann ist alles gut. Allerdings muss ich auch echt sagen, diesen kompletten Bereich hier hatte ich komplett nicht mehr im Kopf, dass der überhaupt existiert. War's hier? Ja.
Hier war's. Beziehungsweise die Parallelstraße, aber das ist okay. So. So. Lol. Qualmt das Auto? Ist hier irgendwo ein Paint Spray? Da wäre einer. Ja gut, ich glaube, da fahren wir mal kurz hin, weil das Auto ist, glaube ich, schon ganz cool für die Überfälle. Oder wir fahren halt einfach mit einem Mähdrescher. Oh, das war's wohl mit dem Auto. Tschüss. Ein Polizeijeep wäre prinzipiell lustig. Aber glaube ich, lol. Aber glaube ich nicht notwendig. Gibt es irgendwie ein Motorrad oder so? Irgendwas? Ich meine, das ist doch sogar ein Dorf. Als ob es hier kein Auto gibt. Selbst bei dem Dreckswetter. Ich nehme alles, wirklich alles. Auch das Polizeiauto. Ja, okay, hier ist wieder ein bisschen was los. So, ja gut, ich nehme halt, wie gesagt, wirklich, was ich kriegen kann. Aber ist sogar ganz cute hier, irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Oh Gott, das Auto ist echt nicht so cool, aber... Naja, besser als nichts. Leute, ich dachte, ich könnte da einfach durchbrechen. Das war wohl nix. Ich glaube, hier können wir auch lang fahren. Ich will eigentlich das Motorrad haben, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das wird nix. Vielleicht hat sie ja sogar ein Kfz an ihrer Wohnung. Irgendeins, ist mir wirklich komplett egal welches. Aber ich glaube, die hat hier gewohnt, ne? In diesen crazy Bergen. Ja. Hier lang? Hier lang, okay. Ja. Ich speichere mal hier. Und jetzt muss ich einmal kurz was nachschauen, bevor wir hier anfangen. Okay. Okay. Ich habe nämlich was in Erinnerung. Hey, Catalina, Baby. It's me, Carl Johnson. Hey, Baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, Baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, Baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, Baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón! Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please! Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah. Yeah, and I'll take you to rob banks and shit. Oh. And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit, just, come on, just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, You wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby.
Speak for yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. Sie ist mir einfach so unangenehm. Was ist denn der am weitesten entfernte Ort? Der hier, glaube ich, ne? Palomino Creek, okay. Ja gut, an der Stelle würde ich aber die Folge beenden. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal gucken, was diese nette Dame uns noch so zu erzählen hat. Und ja, das mit diesem Ich glaube, ich liebe dich ist... Oh Gott. Ich springe vom Balkon, wirklich. Also, gut, bis dahin.